Wo fängt ich an? Wo hört ich auf? Seit wann gibt es das Ich? Ein jeder könnte sagen, ich bin. Nur nicht ein jeder ist nicht da. Nur ich bin hier. Und selbst wenn ich es nicht bemerke, in der Bemerkung, dass ich bin, ist da etwas, was mich spielt. Ich werde gespielt von mir selbst. Doch wo ist dieses Selbst? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Kann es überhaupt in einem gedanklichen Rahmen gedankelilisiert werden? Oder kann es nur konzeptuell umkreist werden? Gedanklicher Natur? Ansonsten ist es vor und nach jedem Gedanken? Bin ich das? Wie spreche ich jetzt? Wie ein Verrückter? Ich? Verrückt? Verrückt von wo? Von A nach B, nicht mehr auf A, jetzt auf B. Nun, zurück zur Frage. Wer bin ich? Nein! Wo fängt ich an? Wo fängt ich an? Wo hört ich auf? Lass mich mal drüber meditieren. Also, viel Spaß beim Nichtfinden von einem Anfang und einem Ende. Geschichtlicher Natur natürlich kann man sagen, ich fängt an, nachdem es dir beigebracht wurde, zu sagen, du bist der Herr so und so, du heißt Erb oder Erdling und sagst dann deinen Namen, erstmal in der dritten Person. Erdling will haben! Und dann, wenn es noch intensiver wird, sagt dann der Erdling, ich bin der Erdling und will noch mehr Lingling haben. Ich will Lingling, Inging und bisschen mehr noch. Und wenn er dann tot ist, dieser Körper, dann ist der ja nicht mehr da, um zu sagen, ich will ill. Ich bin so krank an mir selbst. Nein, es ist ja wirklich ein Gespräch für mich selbst. Für mich selbst. Elbst. Es elbst. Selbst. Wo fängt das Selbst an? Wo hört es auf? Selbst und nicht selbst. Bedürfen immer der Quelle, aus der sie hervorsprudeln. Die Quelle. Schöne Quelle. Was interessiert die Quelle? Was aus ihr herausquirlt? Quirl. Quirlt da überhaupt was? Gibt es überhaupt eine Quelle? Sein oder nicht sein? War nie die Frage für das, was vor und sein, nicht sein ist. Ja, also, wo fängt jetzt ich an? Wo hört es auf? Ich glaube, ich denke mal ganz still drüber nach und lass es dann wieder. Und dann, wenn wieder der Gedanke kommt, dann fange ich wieder an. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mir gut zugehört. Auf Wiedersehen.